Jo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Simulator Patrol Officers. So ist das Spiel überhaupt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute weiter mit einem weiteren Fahrzeugstreifen. Wir gehen mal rüber nach Beaufort Landing, da wo wir ja schon mal waren. Wir haben noch eine Fahrzeugstreife, die am Abend stattfindet. Sehr cool. Dann machen wir das doch glatt. Ja, eine abgelaufene Versicherung, deswegen checke ich ja immer alles. So, dann machen wir doch mal irgendwann mal eine Runde nach Beaufort Landing. Wo wir heute unsere Schicht. Ich hoffe, dass unser Streifen repariert wurde. Das wäre nämlich total toll. Officer, wir haben Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie besonders darauf achten? Verstanden. Ja, wie gesagt, tatsächlich sogar. So, dann schauen wir mal rein, unser Vehikel, unser Fahrzeugchen. So, wir sollen heute Raser. So, den haben wir schon mal kassiert. Jetzt nämlich direkt vor unserer Tür erstmal über die rote Ampel. Das ist immer eine tolle Idee. Fahrer, fahren. Du hast eine rote Ampel überfahren. Weil sie über rot gefahren sind. Das stimmt, Officer. Tut mir leid. So. Machen wir es mal nach Führerschein. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. So, gucken wir mal, was die Dame hat. Der Ausweis ist sogar abgelaufen. 27.11.21. Das ist... Ist der wirklich abgelaufen? Ach ja, 21. Das Ding ist ein Jahr drüber. Oh. Gut. Damit bekommst du auf jeden Fall erstmal einen Verstoß für deinen abgelaufenen Personalausweis. Dafür bekommst du auf jeden Fall einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. So viel für so eine kleine Sache? Das Ding ist ein Jahr drüber. So. Damit hast du... Genau, da wird noch weiter Verstoß. Ich guck mal. Warte mal, ist der Führerschein und Versicherung? Ist der Versicherung, Führerschein und Versicherung abgelaufen? Ja, natürlich, Officer. Das ist der Führerschein, ne? Der ist weg. So, dann gehen wir mal kurz, wechseln mal kurz mal rüber. Das ist der Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz ist am 28.07.2020. Der ist auch abgelaufen. Führerschein und die Versicherung. Dann bekommst du definitiv den nächsten Verstoß, nämlich für den Fahrer kein Versicherungsschutz. Wenn irgendwas passiert... Bekommst du das noch hinterher? Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Darum. So. Dann bekommst du noch die rote Ampel hinterher. Weil du bist ja auch noch über Rot gefahren. Nämlich wegen Fahren, die rote Ampel. Und da bekommst du den nächsten Strafzettel. Hier ist ein Strafzettel wegen Fahrens bei Rot. Boah, die sind gerade ab. 150 und 250 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Tja, selber schuld, mein Freund. So, dafür, dass du mich gerade nochmal anbrüllst. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Dafür, dass du mich jetzt gerade noch beleidigt hast, kriegst du nämlich noch einen hinterher. Na gut, sie hat nur gesagt, sie vermiesen mir den Tag. Ist ja eine, kann ja sein. Sie hat mich ja nicht persönlich angegriffen. Alles ist gut, aber sie kriegt trotzdem noch, noch mal einen... So, du bekommst einen Alkoholtest. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Vielleicht bist du ja noch unter Alkohol gefahren. Ist aber negativ. So, dann bekommst du noch einmal einen Drogentest. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ist aber negativ. So. Ich werde jetzt natürlich sagen, sie kam mit dem, das Auto wird definitiv nicht mehr. Warte mal. Warte. Ich kann natürlich jetzt das Auto... ich werde das Auto jetzt nicht... Weil das verhalten... Du wirst natürlich jetzt vielleicht da... Tatort, illegale Waffenbesitz flüchten.
Warte, kann ich den? Ich kann die ja nicht laufen lassen. Ich darf es ja nicht fahren, ne? Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Ja, das Auto ist weg. So, das ist ja definitiv klar. Das haben wir ja schon gecheckt. Aber wie gesagt, du wirst jetzt leider zu Fuß weitergehen. Kann ich das jetzt machen? Bitte kooperieren Sie und warten Sie hier. Wenn es sein muss. Ja, weil dein Auto nämlich weg ist. So, interagieren. Den Fahrzeug erstmal, das Auto erstmal durchsuchen, ob da nicht irgendwo noch was sich befindet. Ich befürchte, wir haben hier gerade die etwas Plastik und Schlüssel. Okay, dann gucken wir da mal rein. In die Beifahrertür, weil ich will mir das Auto nämlich genauer angucken. Fahrzeug durchsuchen. Weil das Auto wird sie definitiv nicht mehr fahren. Die haut ab! Die alte haut ab! Damit ist das Thema Dinge. Oh, das ist noch ein Unfall, aber das kann ich jetzt leider nicht mich drum kümmern. Ich habe hier gerade eine flüchtige Person, liebe Leute. Hallo? Jetzt aber... Oh, jetzt bitte... Hallo, Officer. Ja, das ist mir gerade egal. Ich habe hier eine Person, die gerade so grüßt. Hallo! Ich muss mein Auto holen. Ich würde jetzt gerade tatsächlich... Ja, ich habe die verdächtige Person verloren. Die ist auf jeden Fall weg. Fuck. Auf jeden Fall geht jetzt mal das Auto weg. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schickt bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen. So, das Auto ist jetzt mal weg. Scheiße. Ich hätte die alte festhalten müssen. Die Frage ist, wo ist denn die? Scheiße, die hätte ich jetzt gerne mitgehabt. Warte, wir können das. Wir können mal schauen, bis vorne die jetzt abschleppt. Kann man auch mal da. Kann ich eine Anfrage machen wegen dem Kennzeichen? Warte mal. Geht das nicht möglich? Ist das nicht irgendwie möglich? Hinteragieren. Abbrechen. Fahrzeug durchsuchen. Oh, der hat noch nie. Oh, die hatten. Ja, die werden. Ich hätte gern noch irgendwie. Möglich, dass ich das. Geht das jetzt nicht? Gut. Dann Pech gehabt, dann wird nämlich die alte... Scheiße, diesmal hatte ich jetzt einen Fleuch. Warte, dann lasse ich den jetzt abschleppen. Der muss ja weg. Ja, der kann ja hier nicht stehen bleiben. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Kann ich dir jetzt... So. Okay. Ist das dir? Was ist das abgelaufen? Das ist der hier, ne? So, die Frage ist, kann ich jetzt... So. Und ich gucke gerade, ob ich die... Kann ich die nicht irgendwie kontrollieren?
Das ist ja die, ne? Die ist ganz gefährlich, die ist ja übelst mit. Also wir haben auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon fast die Schicht rum. Aber ich werde jetzt erstmal das Auto hier abschleppen lassen. Die alles wäre, dass ich jetzt abgehauen. Ah, das kann ich jetzt leider nicht abbrechen, das ist egal. Das Auto geht weg. So. Ja, die hätte ich tatsächlich gerne. Modellwende. Das ist dieses Auto auf jeden Fall und die hat auf jeden Fall schon ordentliche Verstöße. Alkohol am Steuer, Cannabis am Steuer, die ist natürlich weg. Die ist, da habe ich voll Glück gehabt, habe ich voll Glück gehabt, dass ich die jetzt mir weggegangen ist. Gut. Scheiße. Ärgert mich gerade so ein bisschen, dass die alle abgehauen ist. Ich wollte mich das Auto holen. Ich wollte die alte holen mit dem Auto. Das war der Gedanke eigentlich dahinter. Ich ärgere mich trotzdem, dass ich die verloren habe. Die war nämlich ganz wohl gefährlich, die Olle. Mit mehr mit Drogen und alles drum und dran, Versicherung abgelaufen, Perso abgelaufen und dann verpisst die sich. Ich hätte die festhalten müssen, ich hätte die verhaften müssen. Das war nämlich auch, das wollte ich eigentlich auch gemacht haben. Schon wieder rote oder was? Wieder rot, direkt rote Ampel. Schicht ist eh gleich rum. Also wie gesagt, die haben wir nichts zu tun. Aber das ärgert mich gerade so ein bisschen, wie gesagt, dass ich die hab laufen lassen. So, dann fahren wir mal weiter. Und hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Verstoß noch bekommen. Hier wäre ja die Polizeiwache. Warte mal, was haben wir? Wo haben wir? Warte mal, wo der... So. Haben wir doch noch einen. Moin, Schiffe! Warte mal, brauchen wir nicht fahren. Du ich hast halte eine Sie rote an, Ampel überfahren. Tut mir leid, ich dachte, ich schaffe es rechtzeitig über die Ampel. Ne. Geht das bei der Versicherungsschutz? Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. So hoffe ich, dass du jetzt noch kooperierst. Oder sagst du, der ist noch gültig. Dann gucken wir uns den Versicherungsschutz an. Ablauf. Oh, kein Versicherungsschutz. Erwischt. So, dann bekommst du auf jeden Fall das mal. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig.
Ja, dann kriegst du das auf jeden Fall, weil ich werde ja auf jeden Fall jetzt erstmal noch den... So, ansprechen. Du hast auf jeden Fall erstmal keinen Sicherung. Warte mal, Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Kriegst auf jeden Fall eine Strafe. Hier ist dein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, und diesmal halte ich dich auch fest. So, warte mal. Alkoholtest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. 0,01 ist nicht schlimm. So, dann Test wegen Drogen. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Alles negativ. So, Verstoß bestrafen haben wir auf jeden Fall. Fahren, du hast die rote Ampel überfahren und das kannst du sicher nicht. Jetzt noch ein schwarzer Meter. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Das kostet 120 bis 250 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja, Pech gehabt. So. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So. Aber dein Auto fährst du definitiv nicht, weil der Versicherungsschutz abgelaufen ist. So. Eigentlich solltest du jetzt nicht fahren. Moment. Auch zu mir. Die fährt ohne Versicherung. Die ist aber abgehauen. Ich hätte jetzt gesagt, du jetzt Auto. Ich hatte es. Ich könnte sagen, ich wollte die Karre krachen, aber nein. Ich hab doch nicht mal was gemacht! Ich wollte die Olke jetzt hier verfragen! So, dadurch, dass du jetzt abgehauen bist, darf ich dich jetzt nämlich festnehmen und das werde ich jetzt auch tun. Also ich habe nichts getan, muss ich zugeben. Ich nehme jetzt nämlich die alte Waffe mit und die lasse ich jetzt auch abholen. So, ansprechen, Fahrer, fahren, wie verdächtig sind Fahrer. So, die kriege ich jetzt. Ich habe sie angehalten, weil sie offenbar Probleme beim Fahren haben. Das kann nicht sein, sie müssen sich verguckt haben. Nee, du steckst jetzt erstmal aus, mein Freund. Du bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Weil du ohne Versicherungsschutz abgefahren bist. Raus mit dir. Guckst du mich jetzt blöde an oder was? Herzhaft? Darf ich jetzt nicht weitermachen? Ja. Ich musste mich leider jetzt die Schicht beenden. Also ich hätte jetzt eigentlich die alte Waffe festgehalten. Ich glaube, mich hat es gerade komplett weggepackt. Ja, super. Okay, dann muss ich tatsächlich im Hauptmenü der... Warte mal, weiter. Spiel, Hauptmenü. Ja. Ich habe leichte Probleme mit dem Spiel, definitiv. Ja. Weiter. So. Ich hoffe, dass ich jetzt hier weitermachen kann ohne Probleme oder dass ich noch in den Bug... Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, ja, ich weiß das. Meine Schicht ist um. Tut mir leid, dass ich gerade technische Probleme habe. Ich hoffe, dass ich jetzt weitermachen kann. Oder dass der mich jetzt gerade ins Büro haut. Ach, in Dwight ist es nicht verpflichtend, eine Versicherung zu haben. Aber du musst ja trotzdem das Auto, oder nicht?
So. Gut, dann machen wir das doch. Schicht beenden. Wir müssen ja jetzt kurz beenden, ja. So, was haben wir? Haben wir überhaupt irgendwas gekriegt jetzt? Ja, haben wir. Scheiße. Aber wir haben fast die Links voll. Wir müssen in der nächsten Folge weitermachen, auf jeden Fall. Da müssen wir dann nochmal. Was für ein Chaos, Alter. Wir müssen verfliegen. Die Alte, die abgehauen ist. Und. Ja, dann. Angeblich habe ich nur. Ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Gut. Da würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter. Heute öffentlich. Achso, ich kann hier einen Partner hinzufügen, der dann öffentlich mitspielt. Alles klar. Gut, in der nächsten Folge versuchen wir dann hier den letzten Stadtteil freizuschalten, zumindest hier. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Police Simulator Patrol Officer.